Hi, ich bin Björn, ich bin 32 Jahre alt und Gründer von Explainer. Zusammen mit meinem Geschäftspartner, dem Andreas, und einem tollen Team machen wir Erklärfilme für Unternehmen. Wir helfen praktisch Unternehmen dabei, ihre erklärungsbedürftigen Produkte in einem einminütigen animierten Erklärfilm zu beschreiben. Ich habe hier im SCE beim Startup Weekend eine Idee vorgestellt, an der ich gearbeitet habe im Rahmen meiner Masterarbeit, die ich hier auch am SCE gemacht habe. Und um diese Idee vorzustellen, habe ich einen kleinen Erklärfilm angefertigt. Das sah so aus, dass ich eine Freundin habe, die konnte gut zeichnen. Die hat mir auf so Post-its Bilder gezeichnet. Dazu hatte ich einen Freund, der einen Text eingesprochen hat. Und während er den Text gesprochen hat, habe ich ihm die Bilder dahin gelegt, sodass dann so eine kleine Geschichte entstanden ist. Und damit habe ich diese Idee vorgestellt. Und bei dem Startup Weekend haben sich dann tatsächlich 5 Leute gefunden, die mit mir zusammen an dieser Idee gearbeitet haben. Und einer von diesen war Andreas, mein jetziger Geschäftspartner. Wir haben von null gestartet, wir hatten nur die Idee und haben uns dann überlegt, was machen wir. Wir haben uns einen Plan überlegt und haben dann einfach den ersten Erklärfilm selbst gemacht. Also ich habe das Skript geschrieben, der Andreas hat ihn eingesprochen. Wir hatten unsere Animationsstudio, haben wir eins in Indien gefunden, das hat es animiert. Und damit sind wir praktisch rausgegangen und haben das dann ganz vielen Kunden und ganz vielen Leuten gezeigt, um Feedback zu kriegen. Und daraufhin haben wir das aufbauend immer weiter gemacht. Sich zu trauen, mit so einem Produkt rauszugehen. Ich glaube, viele Menschen ticken so, dass du erstmal was total Optimales brauchst, um damit auch rauszugehen. Also das Thema Erklärfilm haben wir gesagt, das muss noch gar nicht so, wir müssen noch gar nicht so weit sein, wir können schon ziemlich schnell was rausliefern. Unser erster Erklärfilm, wenn ich mir den heute angucke, graut es mir so ein bisschen. Man hat ein Produkt, aber man muss es ja auch verkaufen. Also der Verkauf ist immer eine Herausforderung. Wie kriegst du deine ersten Kunden? Wie kommst du zu den Aufträgen? Und da ist auch bei uns, wie immer, ein bisschen Glück mit dem Spiel gewesen. Der Andreas, mein Geschäftspartner, war in Hannover unterwegs und hat einen Vortrag zu dem Thema Videomarketing gemacht, auf einem Convention Camp. Und auf dem Rückweg saß er in der Tram und musste zur Bahn und hatte nur wenig Zeit, umzusteigen. Und hat gegenüber von ihm saß ein älterer Herr mit einem Laptop aufgeschlagen und hat da gearbeitet. Da hat der Andreas ihn gefragt, ob er das noch schafft, ob er nachgucken kann, bis er einen Anschlusszug kriegt. Dann hat sich herausgestellt, die sind ins Gespräch gekommen. Dieser nette ältere Herr war ein Vice President der Deutschen Messe und fand unsere Idee wohl ganz cool, sodass wir dann auf der CeBIT einen gesponserten Stand haben. Und nach der CeBIT hatten wir 200 Kontakte, die ich dann abtelefonieren konnte und eintüten konnte. Das war halt ganz gut. Ja, für mich ist Entrepreneurship so wie vielleicht wie eine Weltreise. Ich habe vor 3-4 Jahren eine Weltreise mit meiner Frau zusammen gemacht und super viele Abenteuer erlebt. Und ich glaube, das Gleiche ist das Entrepreneurship. Es ist halt ein großes Abenteuer. Du kannst was Eigenes erschaffen, du bist dein eigener Herr. Und du bist halt auf deinem Weg unterwegs. Und dieses Angestelltenverhältnis, was ich vorher auch gemacht habe, das ist halt geordnet und sehr sicher. Du lernst auch was, aber natürlich lernst du viel mehr, wenn du dein eigenes Ding machst. Und es macht auch meines Erachtens viel mehr Spaß. Es kann immer was Cooles, was Neues kommen. Genauso wie bei einer Weltreise. Du weißt auch, zuerst hast du deinen Plan. Aber dann lernst du ja auch wieder Leute kennen, die dir sagen, du musst unbedingt nach dahin reisen und nach da schließt sich uns an. Und das ist auch beim Entrepreneurship praktisch genau das Gleiche. Wir hatten auch einen Plan ganz am Anfang für unsere Erklärfilme, wie wir das Ganze umsetzen. Der Plan hat sich aber während dieser ganzen Reise schon ein paar Mal verändert und das ist halt total spannend. Mein Tipp für euch als Studenten von der Hochschule München: Besucht das SCE natürlich als erstmal. Ihr kriegt hier super viel Input. Hier gibt es ein großartiges Angebot an Netzwerkveranstaltungen. Das ist auch schon mein nächster Tipp. Geht zu Netzwerkveranstaltungen, lernt super viele Leute kennen. Erzählt von eurer Idee sehr offensiv. Habt keine Angst, dass euch jemand die Idee klaut. Es kommt nicht vor. Es gibt so viele Ideen, die müssen erstmal umgesetzt werden. Ich glaube, das Positive überwiegt dabei. Ihr müsst mit vielen Leuten reden, um eure Idee auch zu testen, vielleicht auch Kritik zu kriegen, um die Idee besser zu machen und um Teamplayer zu finden. Und das ist auch wieder der nächste Tipp. Sucht euch Mitgründer, sucht euch ein Team, weil es macht zusammen einfach viel mehr Spaß. Und das Zweite, sucht euch jemanden,
dem ihr euch gut ergänzt. Bei uns, bei Explainer, mache ich Verkauf, Vertrieb, Netzwerk. Der Andreas, mein Geschäftspartner, ist Informatiker, macht die ganze Technologieschiene. Sucht euch jemanden, der eure Kompetenzen ergänzt. Habt keine Angst, habt Spaß drauf. Es wird eine tolle Reise. Traut euch einfach. Euch viel Spaß.